Episode 283 Lean-Geschichten. Kaizen2Go. Herzlich willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Jan Fischbach bei mir im Podcastgespräch. Er ist Trainer und Coach im Scrum-Kontext. Hallo Jan. Hallo Götz. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne mal den Zuhörern noch in 2, 3, 4 Sätzen vor. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Jan Fischbach. Ich bin Berater und Geschäftsführer der Common Sense Team GmbH in Karlsruhe und ich bin auch Trainer und Berater für Scrum Events in Stuttgart. Manchmal helfe ich auch anderen Firmen aus, wenn die mich brauchen, also es kann sein, dass ihr mich auch unter einem anderen Label irgendwo seht. Ich mache ganz gerne Scrum Trainings und Scrum Beratung, ich habe noch andere Themen und in diesem Rahmen kennt mich die agile Community, weil ich das Ubongo Flow Game entwickelt habe oder die Online-Variante, die UFG Catering Simulation. Und privat wohne ich nicht in Karlsruhe, sondern oben an der Nordseeküste mit meiner Familie. Ja, das finde ich mal grundsätzlich auch spannend. Und jetzt zum Einstieg die Frage, wir haben heute ein ganz besonderes Thema. Was war für dich der Auslöser, dich mit der Geschichte von Lean, aber natürlich eben auch mit gewissen Scrum-Themen und wo es Überschneidungen gibt, überhaupt zu beschäftigen? Die Ideengeschichte von Scrum, die ist so ein bisschen mein Herzensthema. Wahrscheinlich hast du auch so 1, 2 Themen, wo du sagst, da gucke ich gerne immer wieder nochmal rein oder denkst du, da kann man noch ein bisschen weiter sammeln. Bei mir war das so, dass wir vor der Corona-Pandemie bei Scrum Events regelmäßig Trainings mit Jeff Sutherland organisiert haben. Jeff ist einer der Co-Erfinder von Scrum. Und Ende 2015 saß ich bei einem Training mit ihm und er hat ein Buch von Alan Ward vorgestellt. Einige Lean-Experten kennen Alan Ward, der hat ganz viel über die Produktentwicklung bei Toyota recherchiert und geschrieben. Und da gab es dann in diesem Buch einen Satz, wo Ward einen Flugzeugbauer zitiert und er sagte dann, dieser Flugzeugbauer, nach dem Zweiten Weltkrieg entdeckte die Luftfahrtindustrie den Computer. Mit Computern wurde zuerst entworfen, dann simuliert, dann neu entworfen, dann neu simuliert und so weiter. Die Kunst, Trade-off-Curves zu erfassen, ging verloren. Und das hat mich nun überrascht. Ward schreibt dann immer wieder über diese komischen Trade-off-Curves und ich wollte jetzt wissen, was ist das eigentlich? Wie erstellt man die? Wie benutzt man die? Und warum haben die eigentlich geholfen? Warum gingen die verloren? Das war dann so der Auslöser und das hat dann so bis, ich sag mal, Mitte 2019 gedauert, bis ich das dann so richtig begriffen habe, was das eigentlich ist. Und seitdem forsche ich da immer wieder weiter, weil ich so gemerkt habe, die Geschichte, die verbindet uns und die gibt auch so den Beratern, die vielleicht alleine in der Welt unterwegs sind, so das Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und das macht natürlich besonders viel Spaß. Ja, dann da mal ein bisschen nachgefragt noch, wie gehst du dann vor? Weil Geschichte beginnt oder endet in Anführungszeichen im Jetzt und dann geht's zurück und jetzt kann man bis Adam und Eva oder bis zu Neandertalern gehen. Man kann es ja auch verlieren unter Umständen. Ja, also jetzt ist natürlich an uns Geschichte zu schreiben angesichts der Themen, die irgendwie so anstehen. Aber wie macht man das eigentlich, ja? Ich weiß nicht, wie das dir geht. Ich kann mir Dinge ganz schlecht merken, wenn ich den Zusammenhang nicht kenne. So Sachen auswendig lernen oder so, fand ich immer total doof. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, die Ideengeschichte zu rekonstruieren. Das habe ich auch nicht alleine erfunden, das habe ich von jemand anders beigebracht bekommen. Und die Ideengeschichte fragt eigentlich, oder geht davon aus, es gibt einzelne Personen, die andere beeinflusst haben. Und wenn ich die finde, wenn ich rausfinde, wer von wem gelernt habe und dafür Belege finde, dann kann ich vielleicht besser verstehen, was damals das Problem war. Oder kann ich mir Sachen vielleicht besser merken. Und viele agile Arbeitsweisen, die wir heute in der Welt so kennen, die sind alle gar nicht zufällig entstanden. Das war schon überraschend, das so zu entdecken. Also am Anfang guckst du natürlich und fängst du an, so History of Lean, Roots of Scrum und so weiter. Und dann entdeckt man zum Beispiel als erstes das TWI-Programm. Das kennst du ja auch genau, ja, dieses TWI-Programm. So,
Und dann sucht man, ja, wer hat das eigentlich gemacht? Ja, Channing Rice Dooley. Ja, wieso hat er das gemacht? Woher kommt er? Und dann findest du, oh, der hat das im Ersten Weltkrieg auch schon mal gemacht. Und du hast zum Beispiel bei der Lean Around the Clock hast du dann gesagt, ja, da gab es ja diese Four Horsemen. Der hat also noch mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Und die sucht man dann einfach und versucht herauszufinden, mit wem haben die gesprochen. Und dann findet man halt so eine ganz aktive Scientific Management Community. Und dann guckt man so durch. Ja, es kommen halt ja so zwei Themen. Einmal, wie produziere ich günstig und wie verbessere ich mich? Und das andere Thema ist, wie entwickle ich neue Produkte? Also dieses Produktion- und Verbesserungszeug, das ist bei Scrum in der Rolle des Scrum Masters irgendwie verantwortet, verankert. Mhm. Und die Produktentwicklung eher in dieser Rolle Product Owner. Und der Product Owner, da hat der Jeff auch gesagt, ja, da war eigentlich der Chief Engineer bei Toyota das Vorbild. Mhm. Und dann guckst du auch erstmal, hä? Wieso haben die denn Chief Engineers? Wieso haben die das so gemacht? Wer war denn das? Und dann findest du so Tatsuo Hasegawa oder Kenya Nakamura und dann fragst du auch hier, wo kommen die eigentlich her? Und dann findest du Flugzeugbauer, Maschinenbauer und verschiedene Communities. Also ich habe immer nach Personen gesucht und nach Belegen, um diese Verbindung zu beweisen. Mhm. Aber manchmal musst du dann, bist du auch in einer bestimmten Zeit und denkst, ich verstehe eigentlich diese Zeit überhaupt nicht. Ja, zum Beispiel Japan, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts oder auch USA, da weiß ich eigentlich auch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob du irgendwie spontane Ereignisse kennst aus dem Ende des 19. Jahrhunderts in Europa oder in USA. Also da musste ich mich erstmal reindrillen. Ja, zum Beispiel der Frederick Taylor. Ja, warum ist er 1800 irgendwas, 93 oder so, warum ist er da eigentlich erst berühmt geworden? Nicht 10 Jahre vorher oder nicht 10 Jahre später und so. Mhm. Solche Fragen habe ich mir dann gestellt und da habe ich ein bisschen gesucht. Ja, ich höre auch so Gedanken raus, zu verstehen, warum sich bestimmte Dinge so entwickelt haben, oder? Mhm. Ja, ich sag ja, ich kann mir bestimmte Dinge einfach nicht merken. Ja? Also Muda, Muri, ach, alles ganz kompliziert. Warum machen die das und so? Und diese Zusammenhänge kann ich mir dann besser merken, wenn ich verstehe, was der ursprüngliche Anlass war, das ursprüngliche Problem. Ja, ja. Ja, mir geht es oft ähnlich, oder ich nehme dann bei anderen wahr, vielleicht bei mir selber dann nimmer, weil ich mich mit den Dingen intensiv beschäftige, dass eine gewisse, ja, ohne das jetzt wirklich werten zu wollen, aber eine gewisse Oberflächlichkeit manchmal existiert. Das heißt, Menschen wissen nicht, warum bestimmte Dinge so gemacht wurden. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Element. Und das höre ich so ein bisschen bei dir auch aus, oder? Ja, ich denke so, wenn du zum Beispiel am Anfang deiner Beraterin oder Beraterkarriere stehst, dann ist man vielleicht auch ja ein bisschen unsicher. Und dann gehst du vielleicht rein und sagst, also so geht ein Value Stream oder so geht A3 Geschichten. Und dann stellt jemand euch gar nicht ein, dir eine Frage und sagt, ich sehe das gar nicht ein, warum wir das so machen sollen, ja. Und dann stehst du irgendwie als Berater da und denkst, was sagst du denn jetzt? Und ich finde es schwierig, als Berater da reinzugehen, den Leuten sozusagen aufzudrücken, du machst das jetzt so, weil ich das gesagt habe. Mhm. Also das will ich ja auch selber nicht, dass jemand so rumkommt. Und dann versuche ich, oder hilft es mir, wenn ich das erklären kann, warum das so war und dann vielleicht meinem Gegenüber die Wahl geben kann, sag, pass auf hier, ich kann dir nur sagen, dass das so und so war und dass das so und so funktioniert hat. Und wir können jetzt überlegen, ob dir das hilft oder nicht. Aber ich kann, das ist dein Prozess und nicht meiner. Ja, ist nachvollziehbar. Jetzt hast du schon angedeutet, aber ich möchte es ein bisschen vertiefen, was sind denn dann so klassische Quellen gewesen? Weil wenn es jetzt, ich sag mal, allgemein geschichtliches Wissen wäre, dann wird man irgendwie so, falls es sowas geben sollte, den Brockhaus der Geschichte aus dem Schrank ziehen und dann wird man dort alles nachlesen. Aber über viele Dinge erfährt man ja als, in Anführungszeichen, Normalsterblicher in dem Kontext ja gar nicht, wenn man sich nicht ganz intensiv damit beschäftigt. Also interessant ist natürlich, wenn die Personen, die ich recherchiere, selber etwas geschrieben haben. Zum Beispiel Taichi Ono, der hat was über Henry Ford, über Sakichi Toyoda geschrieben oder Isao Kato, der hat was über die TWI-Kurse bei Toyota geschrieben. Diese Quellen, die sind natürlich super. Da hast du sofort die Beweise. Also ich habe immer erstmal geguckt, hat da jemand vielleicht selber was geschrieben? Gibt es da vielleicht eine Fußnote oder einen Literaturhinweis? Dann kann ich sagen, guck mal, zumindest hat er den erwähnt. Dann gibt's so Historiker, so zum Beispiel Daniel Nelson, der hat ganz viel über Frederick Taylor und Scientific Management geschrieben und auch über die Zeit, in der sich vielleicht so ein Berufsbild eines Managers herauskristallisiert hat, so Ende des 19. Jahrhunderts.
Dann gibt es William Tsutsui, ich weiß gar nicht, ob man den richtig ausspricht, der hat zum Beispiel was über Scientific Management in Japan geschrieben oder über Deming. Der hat zum Beispiel genau rausgefunden, was hat Deming eigentlich da bei diesen ersten Terminen, die da in Japan organisiert wurden, was hat er denn eigentlich genau gesagt, den japanischen Führungskräften? Hm. Und dann findest du noch Links. Dann überlegst du, ob es vielleicht Biografien gibt. Also der Ford hat zum Beispiel selber Biografien über sich schreiben lassen. Die sind vielleicht etwas gefärbt vielleicht oder geprägt. Es gibt aber dann noch neuere Biografien, die vielleicht interessant sind. Über die Wright-Brüder gibt es ganz viel. Über die Lilienthal-Brüder gibt es ganz viel. Also ich versuche so, die Puzzlestücke zu finden. Ich will ja nicht nur das einzelne Wissen, sondern ich brauche ja auch die Verbindung, um die Verbindung herzustellen. Ja, du hast gerade gesagt, Adam und Eva, wenn man es zu weit sucht, dann wird es natürlich beliebig und dann bin ich bei banalen Dingen. Also ich habe immer versucht, ist das auch relevant hinterher für die Gesamtgeschichte? Hat da jemand schon drauf referenziert oder baut er darauf auf? Mhm. Und dann guckst du halt zum Beispiel Hawthorne. Ja, Hawthorne Works, da hat Juran gearbeitet und da hat zum Beispiel auch Deming gearbeitet. Aber Deming hat da eigentlich nur gejobbt, sage ich mal, am Ende des Studiums. Und da kann man jetzt also nicht sagen, Juran und Deming haben da mal zusammengearbeitet. Das wäre halt so nicht richtig. Weil Hawthorne Works, das war eine riesige Fabrik. Ja, so wie man heute Silicon Valley sagt oder Wolfsburg, so war damals Hawthorne stand synonym für die Telekommunikationsindustrie. Hm. Und dann guckst du halt die Details an. Gehst du mal zu Google Maps und guckst, was steht denn da noch? Von Hawthorne Works steht da nicht mehr viel, nur noch ein Turm. Ich guck nach Fotos. Oder dann gibt's dann so Leute wie den Mark Warren, den frage ich dann, der war in den Archiven vom TWI-Programm, hat sich die Sachen wirklich angeguckt und danach gelesen, der hat mir dann nochmal Zeitungsausschnitte geschickt und sowas. Oder Bob Emiliani, der hat auch ganz viel mit Quellen, die er dann immer wieder mal heranholt, um größere Linien aufzuzeigen. Also, ja, das ist so die Mischung, die grobe. Ja, ich könnte mir dann auch vorstellen, dass es möglicherweise überraschende Wendungen gibt, weil du ja vielleicht Querbeziehungen entdeckst, aufdeckst, die zwar vorher schon da sind, also im Grunde auch diese Differenzierung zwischen einerseits Erfinder und Entdecker, jetzt im Geschichtskontext würde ich es natürlich klar eher den Entdeckern zuordnen, Wissen zu schaffen, das halt im Grunde untergegangen ist vorher. Also ich meine, die erste Überraschung war für mich das TWI-Programm. Für dich oder für andere Linienexperten ist das wahrscheinlich keine große Überraschung gewesen. Für mich war das völlig neu. Mhm. Und ich finde auch die TWI-Handbücher nach wie vor ziemlich gut. Also sie sind etwas, oder ich sag mal so, ich kann die Rolle des Scrum Masters kann ich mit Hilfe von TWI sehr gut erklären. Also sieh zu, dass die Leute richtig ausgebildet werden, kümmere dich um unnötige Konflikte, dass sie gar nicht erst aufkommen, sieh zu, dass du kontinuierlich das verbesserst und mach dir mal Gedanken über die Weiterentwicklung insgesamt. So, und das ist natürlich dann sehr plastisch. Zumindest im Scrum-Kontext sind diese Rollen Scrum Master und Product Owner erstmal etwas, was die meisten Unternehmen gar nicht verstehen. Und du siehst das auch in den Stellenbesetzungen, zum Beispiel die Product Owner-Rollen werden oft viel zu schwach besetzt. Die haben überhaupt keine Möglichkeit, starke Produkte zu entwickeln. Und bei den Scrum Mastern sind das oft Leute, die dann vom Markt geholt werden, die aber die Organisation nicht kennen. Und dann können die natürlich auch sich nicht durchsetzen, um für kontinuierliche Verbesserungen zu sorgen. Ja, wenn ich jetzt mir so ein Bild im Kopf mache, dann hätte ich als Scrum Master gerne den Taichi Ono und als Product Owner hätte ich gerne den Tatsuo Hasegawa oder entsprechende, sagen wir mal, weibliche Führungsfiguren, die es in der Geschichte natürlich auch gab. So, das war das Erste. Und dann bin ich bei der Suche irgendwann ein bisschen so hängen geblieben und denke, jetzt komme ich nicht weiter. Und dann habe ich irgendwie immer Fragen gestellt, Google, und Google war irgendwie nicht gesprächig. Und dann habe ich die Frage gestellt, gibt es vielleicht eine Person, die den Maschinenbau besonders geprägt hat? Hm. Und da kam halt Franz Rollo und da gingen wirklich alle Lampen an und den Rollo kannte ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, was hast du studiert? Hast du was mit Maschinenbau zu tun? Nee, Elektrotechnik. Elektrotechnik, ja, das habe ich auch gemacht. Der Rollo hat für mindestens 100 Jahre den Maschinenbau in Deutschland geprägt und den kennt er heute überhaupt keiner mehr. Und der hat auch dieses Thema Trade-off-Curves, was ich jetzt mit Kennlinien übersetzen würde, hat er seinen Leuten beigebracht. Und der Otto Lilienthal zum Beispiel, der war Schüler bei ihm und der hat auch ein Buch geschrieben über den Vogelflug und da hat er am Ende auch Kennlinien eingefügt.
Und was die Toyota-Leute eben nach dem Zweiten Weltkrieg weitergemacht haben und andere eben nicht mehr, dass sie einfach immer wieder versucht haben, so Kennlinien zu entwickeln, um die Zusammenhänge zu begreifen. Mhm. Und wenn es dann zum Beispiel Konflikte gibt, dann würden wir jetzt vielleicht in so einem nicht Lean geführten Unternehmen, würden wir sagen, ja, da kommt halt der Chef, haut auf den Tisch und sagt, ja, so machen wir's. Mhm. Das muss ja aber nicht unbedingt eine gute Lösung sein. Und wenn man mit Kennlinien arbeitet, dann würde halt die eine Abteilung ihre Kennlinie mitbringen und die andere Abteilung, sie einigen sich auf eine gemeinsame Basis und dann legen die Dinger übereinander. Und dann sehen die, wo Arbeitsbereiche sind, wo sie sagen, ja, da haben wir beide Spaß dran, das wäre eine gute Lösung. Und das finde ich ziemlich eindrucksvoll, das so zu sehen. Und was ich auch noch überraschend fand, war, wie stark diese Communities damals eigentlich vernetzt waren und sich ausgetauscht haben. Also in den 20ern oder davor auch, da gab es internationale Konferenzen in Japan, in USA, in Europa, wo die Leute sich auch ausgetauscht haben, wo die Bücher gegenseitig übersetzt wurden. Es gab regelmäßige Newsletter. Das war schon ziemlich cool. Also man denkt vielleicht heute, ja, wir sind aber schon gut vernetzt und haben aktive Communities, aber damals standen die uns in nichts nach, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und vielleicht sogar noch ein bisschen fokussierter, weil eben diese, ja, nennen wir es mal Schnelllebigkeit, dieses manchmal auch leicht haben, weil ich tippe da halt was rein und im Grunde sieht es jemand mit dem Fingerschnippen am anderen Ende der Weltkugel. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass ich, weil ich auf eine andere Art und Weise kommuniziere, viel ja, bewusster vielleicht kommuniziere, oder? Ja, und wir müssen uns ja immer wieder zurückversetzen. Heute würde ich sagen, ja, die Rolle eines Managers oder einer Führungskraft ist gesetzt. Also, was die macht, ist vielleicht nicht immer unbedingt klar, aber es ist ganz klar, zwischen einem Team und einem Geschäftsführer oder Geschäftsführerin gibt es halt Führungskräfte. Das wird heute nicht unbedingt in Frage gestellt. Damals war das so, dass die Rolle überhaupt nicht klar war. Also so Mitte des 19. Jahrhunderts, da hat halt jemand eine Stahlfabrik, eine Stahlmühle aufgebaut. Da hatte er seine Arbeiter, hat er eine Anweisung gegeben. Da gab es ja noch so einen Vorarbeiter, der die Gangs irgendwie organisiert hatte. Und jetzt kommen da diese Scientific Management Leute oder auch Fayol in Deutschland oder Weber in Fayol in Frankreich und Weber in Deutschland, die dann sagen, wir müssen uns um dieses Thema Administration oder Führung halt kümmern. Und deswegen waren die auch so erpicht darauf, dass das gut läuft. Mhm. Also wir können jetzt sagen, ja, Lean Around the Clock ist ja eine geile Veranstaltung, ob ich da hingehe oder nicht, das spielt halt keine Rolle. Damals war das schon so, dass die sagen, ja, wenn wir da hingehen, dann stärkt das unsere eigene Rolle und da können wir uns auch so ein bisschen emanzipieren. Mhm. Ja, mir geht jetzt zum Beispiel noch die Frage durch den Kopf, weil heute haben wir natürlich ein sehr breites Spektrum an Hochschulwissen, das verbreitet wird, möchte ich es mal nennen. Gab es das in der Vergangenheit vergleichbar oder eben nicht? Und wenn ja, welche Rollen gab es dann? Und wahrscheinlich auch das, was du jetzt gerade erzählt hast, dieses sich intensiv vernetzen hat, vielleicht könnte ich mir das vorstellen spontan, da eine gewisse Rolle übernommen, dessen, was ich heute vermeintlich an der Hochschule lerne, aber manchmal der Praxisaspekt, der viel zu kurz kommt. Ja, also diese Zeit so Ende des 19. Jahrhunderts war halt eine Zeit, wo sich dieser Maschinenbau auch professionalisiert hatte und wo auch entsprechende, sag ich mal, Ingenieursschulen entstanden. Der Franz Reuleaux war zum Beispiel Direktor der Vorläufer der Technischen Universität in Berlin. Und die haben halt dann diese Ingenieure ausgebildet und der Reuleaux war zum Beispiel mit Robert Thurston in Amerika vernetzt und Thurston hatte halt das Stevens Institute of Technology gegründet oder war irgendwie einer der ersten Präsidenten, glaube ich. So, und zum Beispiel Frederick Taylor hat ein Fernstudium dort an dem Stevens Institute of Technology gemacht. Oder es gab einen Austausch mit Japan, die Kaiserliche Universität in Tokio war die erste weltweit, die überhaupt einen Studiengang Flugzeugbau angeboten hatte. Und da es ja vorher nichts gab, auf das man hätte aufbauen können, haben die natürlich gegenseitig sich ausgetauscht, was machen wir denn? Mhm. Der Franz Reuleaux zum Beispiel, der hat Modelle gebaut, um bestimmte Konstruktionen den Studenten ein bisschen anschaulicher zu machen. Und diese Modelle hat er dann konstruiert und die sind dann auch verkauft worden weltweit. Also eben in die USA, nach Japan und so.
Und man muss ja auch sehen, Japan hat so in der Meiji-Zeit sich geöffnet. Das war vorher ganz verschlossen. Die hatten unangenehme Erfahrungen mit Missionierung gemacht und haben sich dann gesagt, alle Fremden können jetzt raus hier, wir kümmern nur uns um selber. Und dann, als der neue Kaiser das 1868 so das Land geöffnet hat, stellt er fest, dass sie irgendwie wahnsinnig rückständig sind und dass sie Gefahr laufen, Kolonialziel von anderen Mächten zu werden. Und deswegen haben die unheimlich viel Energie reingesteckt, Berater aus dem Ausland zu holen, Japaner in die Welt zu schicken, um was zu lernen, damit die schnell aufholen können und in der Liga dieser wichtigsten Industrienationen mitspielen. So, da gab es also einen ganz starken Drang, auch das wirklich gut zu machen und auch diese Hochschulen gut auszubilden, an den Hochschulen gut auszubilden und auch ja die Standards zu setzen. Und es gab auch einen sehr intensiven Austausch auf Hochschulebene eben zwischen dem Deutschen Reich oder Preußen und Japan auf der anderen Seite. Ja, spannend. Und jetzt mal wieder ein bisschen dein vor allen Dingen Agil- und Scrum-Kontext und dann Lean zusammenzubringen. Und ich habe jetzt in Anführungszeichen den Vorteil, dass ich von dir einen spannenden Vortrag gehört habe und da Dinge rausgearbeitet hast, die vielleicht auch nicht jedem da draußen so bewusst sind, wie da die Gemeinsamkeiten aussehen. Du hast gerade historisch bedingt schon ein bisschen angedeutet, aber ich glaube, in jüngerer Vergangenheit gab es ja da auch Elemente. Ja, also erstmal ist natürlich interessant, wie so die Verbindungen so entstanden sind. Der Jeff, der wollte wahrscheinlich einfach eine Lean-Software-Entwicklung machen und daraus ist dann irgendwie Scrum geworden, weil er dann dieses Feedback hätte eingebaut hat. Also die Scrum Inc. sagt immer, Lean ist Verschwendung vermeiden, ohne den Kunden zu frustrieren, und agil ist Lean mit Feedback. Um das so zu verbinden. Und Jeff selber, der hat ja dann immer wieder die Referenzen auch hergestellt, so dass wir das auch sagen können. Und der letzte Scrum-Guide, der hat das nochmal definitiv reingeschrieben. Scrum basiert auf empirischem Arbeiten und auf Lean Thinking. Das heißt, die ganzen Scrum-Leute dürfen das ganze Lean-Zeug mitnehmen, Huckepack, und das einsetzen. Nur sind halt die Domänen halt vielleicht anders. Ja, auf dem Shopfloor hast du vielleicht andere Themen als vielleicht in der Produktentwicklung, im Softwarebereich oder vielleicht, Digitalisierungsthemen. So, der Kontext ändert sich und du musst vielleicht anders rangehen, aber die grundsätzliche Sache, dass wir wertebasiert arbeiten und evidenzbasiert, das zieht sich halt durch alle Dinge durch. So, und ich würde sagen, ich weiß nicht, welche Prozentzahl du sehen würdest, aber vielleicht sind vielleicht richtig so richtig agile Companies oder Lean Companies, das sind vielleicht 3% oder 5%, und ich glaube, mehr als 20% ist unrealistisch, das anzustreben. Und die müssen eben jetzt Vorreiter werden für die anderen 80%, dass wir, sag ich mal, im Klimaschutz was tun, in europäischen Themen, Globalisierung, gute Sozialpolitik, solche Themen sind halt, wo die Unternehmen sich auch immer eingesetzt haben. Also der Sakichi Toyoda, der hat ja auch immer eine Idee gehabt. Der wollte ja nicht nur einfach Webstühle bauen, sondern der hat das ja immer auch in die Zukunft seines Landes, mit der Zukunft seines Landes verbunden. Der hat immer die großen Linien gesehen. Ja, und ich glaube, andererseits, wenn ich mich nicht völlig irre, hat er ja da seine Mutter vom geistigen oder vom realen Auge gehabt und wollte der letzten Endes auch was Gutes tun, dass für sie die Arbeit einfacher wird. Ja, genau, das war ein ganz praktisches Problem. Der ist nicht eines Morgens aufgewacht und hat gesagt, ja, ich erfinde mal Webstühle, sondern weil der eben in diesem Dorf da aufgewachsen ist, wo viele eben von der Weberei gelebt haben. Also seine Mutter hat gewebt und sein Vater hat die Webstühle repariert. Und das war halt echt eine Plackerei. Also nicht nur in Japan, auch in anderen Ländern. Und dann hat er irgendwann festgestellt, naja, wenn ich jetzt hier was erfinde, da gab es ja dann auch ein Patentgesetz, das gab es vorher auch nicht, dann war ihm klar, da kann ich eine Erfindung auch zu Geld machen. Und da hat er dann auch lange darauf hingearbeitet. Für ihn hat es 45 Jahre gedauert, bis so sein Wunsch erfüllt wurde und er dann auch mit Erfindung Geld verdient hat. Jetzt hattest du in dem Vortrag, den ich halt das Glück hatte zu hören, hast du eine Aussage gemacht, was, ja, ich nenne es jetzt mal Profitbeeinflussung angeht, wo du die Aussage machst, dass ein sehr hoher Teil jetzt vielleicht für einen Lean-Menschen ungewöhnlich hoch auf den ersten
im ersten Moment vom Design abhängt und eben nicht von der Gestaltung einer Produktion. Ja. Ja, der, ich sag ja, die, diese Lean Production oder TPS, das ist eigentlich super gut dokumentiert. Da gibt's echt viel Zeug, was man sich durchlesen kann und wo man vielleicht auch ein gutes Verständnis aufbauen kann. Aber diese Produktentwicklung, die ist ein bisschen, führt ein bisschen so ein Schattendasein. Man hat das nicht so genau beobachtet oder man wusste vielleicht auch nicht so genau, was da passiert. Und am Anfang war das wirklich so, dass die Produktentwicklung und die Produktion auch wirklich getrennt war. Da ging eine Landstraße durch. Und auf der einen Seite wurden die Autos konstruiert, auf der anderen Seite wurden sie gebaut. Und der Takao Sakai, der hat dann ein Buch geschrieben, das heißt irgendwie die Secrets of Chief Engineers oder solche Sachen, ich weiß nicht mehr genau, wo er sagte, ja, der Kern von Toyotas Erfolg ist eigentlich dieses Chief Engineering, dass es die Chefkonstrukteure gab. Und das sieht man auch immer wieder, wenn man zwei Firmen hat, die vielleicht mit gleich ähnlichen Ausgangssituationen gestartet sind und sich dann aber unterschiedlich entwickelt haben. Und in Japan ist das eben Nissan und Toyota. Und einerseits hat Nissan einen anderen Produktionsweg gewählt als vielleicht Toyota, hat sich da unterschiedlich entwickelt. Aber was bei Toyota eben war, die haben eben diese Chief Engineer Rolle geprägt und der Takao Sakai hat dann geschrieben, mittlerweile ist es so, dass 95% des Profits bei Toyota eben aus dem Design kommen und nicht aus der Produktion. In der Produktion, in TPS und solche Sachen, da haben schon viele Unternehmen nachgezogen. Die haben ja auch alle so im Kreis gelernt, ja, der Sakichi Toyota, der Kichio Toyota und der Taichi Ono, die sind dann zum Beispiel nach Detroit gefahren, haben sich angeguckt, wie Ford seine Autos gebaut hatte. Renault war auch bei Ford, hat sich das angeguckt, Volkswagen hat sich das angeguckt und so. Die haben natürlich schon in den Anfangsphasen auch zwischendurch immer wieder sich ausgetauscht und sich das gemerkt. Aber die Toyota-Leute, die mussten ja sich sehr stark fokussieren. Und das heißt, sie konnten jetzt nicht einfach x-beliebig viele Modelle gleichzeitig entwickeln. Und sie haben dann einen der ersten Leute da, den Kenya Nakamura, freigestellt von allen anderen Sachen. Und er sagt, du kümmerst dich nur darum, dass das Produkt so geil wie möglich ist, dass wir mit möglichst wenig Ressourcen dieses Produkt entwickeln, also wenig Stahl, und dass es genau hinhaut. Und der Kenya Nakamura sagte irgendwann mal, er hätte wahrscheinlich jede Straße in Japan einmal befahren. Und früher hatten die Toyotas alle sehr hohen Einstieg. Das hat sich erst spät irgendwie geändert, als sie die Plattform umgebaut haben. Und das kommt eben noch aus dieser Zeit, wo die Straßen noch nicht sehr gut waren und wo man eben auch viel Huppel hatte und Dreck und so. Und da musste man das Auto ein bisschen höher bauen. Und der Takao Sakai sagt dann eben, 95% kommen mittlerweile aus dem Design und nicht aus der Produktion. Das ist natürlich interessant. Ich habe ihn gefragt, sag mal, woher weißt du das eigentlich? Und dann sagt er, ja, sein Vater wäre halt Chief Engineer gewesen. Der hat halt mit Hasegawa und Nakamura zusammengearbeitet. Ja, da habe ich durchaus das Gefühl, dass das eine Erkenntnis ist, die im Grunde heute immer noch zu knapp kommt. Also das, was ich da wahrnehme, manchmal an extremen Kommunikationsgräben, möchte ich mal fast nennen, zwischen Produktion und Entwicklung, find ich manchmal schon krass. Egal, welche Branche ich mir anschaue, egal, ob ich jetzt da, wo ich ursprünglich herkomme, mir die Telekommunikationsindustrie anschaue oder eben Automobilindustrie, habe ich jetzt nicht den tiefen Einblick, aber ich finde es manchmal eher erschreckend. Ja, und also vielleicht gibt es auch so eine Überheblichkeit der Ingenieure, die dann in der Entwicklung sagen, ja, was die Fabrik zu tun hat und so. Ich weiß es nicht, ich war nie bei Toyota, ich habe mir das nie genau angeguckt. Kann auch kein Japanisch, ich kann das mir nicht, kann da nichts aus erster Hand sagen. So. Aber ich habe so den Eindruck, so ein bisschen, dass die Fabriken eher die Kunden der Entwicklung sind und nicht die Entwickler den Fabriken aufdrücken, was sie zu produzieren haben. Dass da ein anderer Austausch ist. Und wenn wir so an die Frühzeit sehen, zum Beispiel die Entwicklung des P-51 Mustang, das war ja ein sehr schneller Jäger, der im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, um die Bomberverbände gegen die Achsenmächte zu schützen. Und dieses Flugzeug ist in 100 Tagen entwickelt worden, 102 Tagen genau genommen. Und die haben von vornherein immer wieder zwischen Produktion und Entwicklung zusammengearbeitet, weil die wollten natürlich, dass das schnell rausging, das Flugzeug, und dass sie jetzt keine
Irrwege noch in der Entwicklung machen, wo sie hinterher feststellen, dass das vielleicht so, sich so nicht produzieren lässt. Mhm. So, und diese Zusammenarbeit braucht Zeit. Ja, und ich glaube, es ist, jetzt wo du so erzählst, ist es im Grunde auch eine Form von Mangel, den ich ja kompensieren musste. Und jetzt ist ja gerade auch bei Toyota eben in den frühen 50ern in dem Gesamtkontext in Japan ist ja im Grunde sehr stark eben von Mangel geprägt gewesen, von Knappheit im Grunde bei allen Dingen. Und daraus, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen, sind Impulse entstanden. Und auch eben in dem Kontext, wie du es jetzt gerade mit dem P51 erzählst, der Zeitmangel, vor dem ich letzten Endes stand, unterstreicht es, finde ich. Ja, der verpflichtet einen dann vielleicht zur Kollaboration. Ja. Und ich meine, wir haben jetzt ja auch vielleicht nicht mehr so viel Zeit. Der John Doerr hat ein Buch über den Klimawandel geschrieben, Speed and Scale, der OKR-Papst. Und er hat dann gesagt, ja, in den 70ern gibt es schon eine Notiz von Exxon, wo sie irgendwie gesagt haben, das ist nicht so richtig super mit dem Klimawandel. Er sagte, wenn wir da angefangen hätten, hätte es wahrscheinlich gereicht, jedes Jahr 10% einzusparen. Und dann in den 80ern und 90ern hätte es gereicht, 20% einzusparen. Jetzt müssen wir aber 50% CO2 einsparen, irgendwie ständig. So, und dann macht vielleicht die Not auch, schweißt vielleicht auch zusammen da. Ja, und mein, dieser Spruch Not macht erfinderisch, glaube ich, hat schon seine Berechtigung. Wenn wir es dann reflektieren würden und nicht nur, bis es zu spät ist. Ja. Gut, wenn wir jetzt noch mal auf Lean und Co. schauen und wie gehe ich damit um, mit dem, was ich heute vielleicht an der Oberfläche, möchte ich es fast nennen, was ich heute an der Oberfläche sehe, was kann man ja aus der Vergangenheit lernen und auf das Heute übertragen? Ansatzweise hast du es gerade schon geschildert, aber ich persönlich nehme das auch immer wieder wahr, dass das tiefere Verständnis einfach auch fehlt. Warum man damals bestimmte Dinge gemacht hat und die Übertragung auf das Heute und sich bewusst sein im Grunde, das funktioniert immer noch. Ja, das ist natürlich immer ein schneller Einstieg. Ja, ich bringe jetzt Value Stream Mapping bei oder wie ein Hayunker Board baut oder einen Kanban aufzieht. Das sind relativ einfache Mechanismen, weil natürlich auch viele Leute dazu beigetragen haben, das relativ einfach zu beschreiben oder ein Kamishi bei Board aufzubauen oder solche Dinge. Und ich finde das natürlich auch toll, dass einfach viele Führungskräfte vielleicht, die auch in Großkonzernen vielleicht frustriert sind, dann sagen, na, ich wage es und ich mache mich jetzt selbstständig und ich helfe einfach anderen Leuten, diese Methoden besser zu begreifen. Und bei dem, was wir auch jetzt an den Themen, um die wir uns jetzt kümmern müssen, können wir natürlich auch nur jeden auffordern, hey, helft doch bitte mit. Und vielleicht sind die Methoden der Einstieg. Aber das ist natürlich alles nichts, wenn wir nicht sagen, uns fragen, wofür machen wir denn das eigentlich? Ja? Die Japaner, die hatten ein ganz klares Ziel nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir müssen dieses Land wieder aufbauen. Die Führungskräfte sahen sich da auch in der Pflicht. Und die wollten natürlich auch einen guten Job da machen. Und die hatten einfach auch ganz praktisch Not. Ja? Die Wirtschaftsleistung 1945, die war nur 10% von 1937. Da sind die Leute wirklich verhungert. Und die amerikanischen Besatzer, die hatten natürlich Angst vor Revolten oder dass der Kommunismus um sich greift. Die haben das schon mit angepackt. So, oder das TWI-Programm ist natürlich nur vor dem Kontext des Zweiten Weltkriegs zu verstehen, wo dann Roosevelt sagte, ja, wir sind das Arsenal der Demokratie. Ja. Und die haben praktisch aus dem Nichts heraus enorme Mengen an Kriegsmaterial produziert. Und heute brauchen wir eben auch gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele. Bei aller Unterschiedlichkeit, die wir eben mitbringen. Vielleicht auch mit politischen Ansichten oder mit kulturellen Ansichten. Aber es gibt so ein paar Dinge, da sollten wir vielleicht sagen, da gibt es Dinge, wo wir uns besser zusammentun. Und wenn wir auf die Geschichte gucken, dann können wir auch ganz viel über die Rolle der verschiedenen Organisationen lernen. Die mit das TWI-Programm war ja nicht erfolgreich, weil vielleicht dieses Handbuch super praktisch war. Also ist ja immer noch gut heute. Und ich weiß nicht, wie viele Kunden du zum Beispiel mit TWI jährlich so berätst oder so, was da so kommt oder was dein Feedback ist. Aber ich finde es schon ziemlich praktisch. Ich mache das auch in meinen Scrum-Trainings, dass ich Teams halt beibringe, hey, ihr müsst euch Überblick verschaffen über die Skills, die ihr braucht und wie die verteilt sind und was ist eure Strategie, eure
Wissenslücken zu schließen oder Kompetenzlücken zu schließen, damit ihr flexibel einsetzbar seid. Aber das Interessante am TWI-Programm war ja die Organisation dahinter. Hm. Wie die sich organisiert haben, wie die das Land aufgeteilt haben in Bezirke, wie es in jedem Bezirk einen Vorstand gab, der sich aus Gewerkschaftsvertretern und Arbeitgebervertretern zusammengesetzt haben, wie die mit ganz, ganz wenig Mitteln versucht haben, das Ding zu organisieren. Und die Zahlen sind ja beachtlich. Die haben ja irgendwie 1,7 Millionen Leute ausgebildet in 16.000 Betrieben. Das ist schon viel. Oder auch die JUSE. Der JUSE kam, der Japanischen Union der Wissenschaftler und Ingenieure. Da haben sich halt Leute zusammengefunden, die auch vielleicht in der Zeit davor ein bisschen frustriert waren, weil sie in der Verwaltung irgendwie keine Aufstiegsmöglichkeiten hatten. Deren Ziel war natürlich, sich zusammenzutun und auch ihre Bedeutung zu zeigen, der Wissenschaftler und der Ingenieure, um einen guten Job zu machen in den Fabriken. Vielleicht sollten wir weniger Bücher über Methoden schreiben, sondern mal nachdenken, wie wir uns zusammen organisieren, um etwas gegen Klimawandel zu tun, um etwas gegen Populismus zu tun oder einfach nur, um auch der Verwaltung jetzt zu helfen. Ja, Gesundheitswesen, da gibt es so viele Sachen, wo wir eigentlich alle anpacken können. Und ich denke, das muss auch eine Mischung sein aus Geld verdienen und ehrenamtlicher Arbeit oder so, aber diese Organisation müssen wir uns halt angucken. Und deswegen finde ich auch sowas wie Lean Around the Clock interessant, wo dann Leute zusammenkommen. Oder das, was du machst, ja. Ich weiß nicht, die wievielte Podcast-Folge ist das? 283. 283, ja. Also da bist du ein großer Verbinder. Wahrscheinlich gibt es jetzt viele Leute, die sagen können, ach, wir können uns wahrscheinlich über den Götz. So, das sind extrem wichtig, diese so Leute wie du, die Leute für anderen Leute verbinden, die dann sagen, hier, lass mal einen Podcast machen, das ist interessant, was du machst oder so. Und dann entwickeln sich ja auch neue Netzwerke. Ja. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, welche Rolle das spielt. Also nicht nur der Scrum Guide ist geil, sondern weil dahinter eben auch Leute sind, die Leute Trainer ausbilden, weil es Institutionen gibt, die sich um verschiedene Sachen kümmern und die auch Leuten einerseits genug Freiraum geben, aber auch andererseits ein paar Leitplanken setzen. Ja, ja. Jetzt gibt es ja so einen Spruch, Geschichte muss neu geschrieben werden. Was natürlich einerseits Blödsinn ist, weil die Geschichte existiert ja, die verändere ich ja nicht mehr. Trotzdem kann man daraus gewisse vielleicht Schlüsse ziehen. Und das wäre so ein Punkt, den ich auch noch ein bisschen vertiefen möchte. Was für Schlüsse hast du für dich draus gezogen und wovon können andere da noch profitieren? Ja, die erste Frage ist, die Frage zurück, ja, wo fängt für dich die Geschichte von Lean an? Oder was meinst du, was die meisten Lean-Experten glauben, wo die Geschichte anfängt von Lean? Ja, mit dem Buch The Machine That Changed the World, da fängt für viele Lean an und vorher die wenigsten interessieren sich. Also habe ich so das Gefühl, ich will da niemand zu nahe treten, aber ich habe das Gefühl, wenn überhaupt, dann fängt es dort an. Wobei ich natürlich jetzt weiß, du hast schon öfters gesagt, TWI ist ein ganz zentrales Element davon. Ja, vielleicht gibt es auch Leute, die dann sagen, ja, Teiichi Ono, und habe ich schon mal gehört, den Namen. Das, was Teiichi Ono gemacht hat, das war schon bemerkenswert, aber er hat eben auch nicht bei Null angefangen. Ja. Und die 70 Jahre sozusagen vor 1950 waren eben auch sehr interessant. Und da sind eben viele Weichen gestellt worden, ohne die viele Sachen halt nicht so gekommen wären. Also das lohnt sich einfach, dahin zu gucken, um das auch besser zu verstehen. Ja? Also das Verhalten dieser Leute auch nachvollziehen. Und ich glaube, die Leute, die Weichen gestellt haben, das waren alles keine Leute, die jetzt sagen, ich habe das alles erfunden. Sondern die haben eher gesagt, ja, ich habe da einfach nur weitergedacht, was die anderen vielleicht schon mir hingelegt haben und ich habe das nur konsequent vielleicht umgesetzt. Da wird sich jetzt keiner als vielleicht großer Revolutionär irgendwie bezeichnen. Kann man jetzt aber macht es Sinn, den Gedanken weiter zu spinnen im Sinne von, ja, wie geht die Geschichte weiter, kann man nicht sagen, weil es geht ja weiter in die Vergangenheit rein, beziehungsweise dann eben, wenn man jetzt wieder an Entdeckung denkt, hat man ja früher von sogenannten weißen Flecken gesprochen. Kann man sowas hier auch noch vermuten? Also sicherlich. Ich bin jetzt, sag ich mal, am Anfang der Industrialisierung da angekommen, oder der zweiten Welle der Industrialisierung, so 1880 plus minus so. Interessant ist natürlich wieder, was davor ist. Ich gucke immer,
von wem sind die beeinflusst worden, aber irgendwann wird natürlich die Quellenlage auch schwieriger. Oder wenn ich jetzt so allein deutsche Texte aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts lese, Herbart und solche Sachen, die oder Kant, das ist einfach auch sehr schwierig, finde ich, zu lesen. Das ist wirklich anstrengend, finde ich. Und was mir natürlich verschlossen bleibt, ist einfach die japanischen Quellen. Die kann ich einfach nicht lesen, weil ich kein Japanisch kann. Und dann hoffe ich, dass es eben auch Leute gibt, die dann Bücher schreiben, wo die japanischen Quellen ausgewertet werden. Und ja, da gucke ich halt so weiter, ja. Also man muss halt aufpassen, dass es nicht beliebig wird. Irgendwann kannst du halt alles mit allem erklären und das wäre natürlich nicht so gut. Aber die Frage ist natürlich, wofür mache ich diese Ideengeschichte? Die ist ja nicht nur aus reiner Neugier entstanden. Also ich finde das schon auch spannend. Aber das Ziel muss ja sein, dass wir dieses Lean Thinking und agiles Arbeiten, dass wir das auf allen Hierarchieebenen einfach besser erklären können. Wir wollen ja, dass es mehr Lean-Firmen gibt, mehr agile Firmen. Und da müssen wir dann halt gucken, ja. Also ich denke, die Geschichte der Institutionen ist weiß im Moment, da guckt keiner drauf. Zum Beispiel der P51, der konnte deshalb so schnell gebaut werden, weil es eine Institution gab, die Tragflächenprofile katalogisiert und eingesammelt hatte. Und das ist zum Beispiel auch interessant, die richtig guten Innovatoren, die waren nie innovativ, sondern waren eher konservativ. Die haben eigentlich immer nur bestehende Sachen genommen und die neu kombiniert. Das war eigentlich ihre innovative Leistung. Also zum Beispiel ein Flugzeugkonstrukteur, der wird natürlich einen Teufel tun, ungetestete Sachen da in die Luft zu schicken, weil er weiß, wenn das nicht klappt, stirbt da ein Mensch. Das wollen die natürlich nicht machen. So, diese Behörde, die dann diese Flugzeugprofile gesammelt hat, die NACA, das ist hinterher die NASA geworden. Und die NASA kennt natürlich heute jeder. So, also diese Institutionen, die sind schon wichtig. Und wir gucken immer nur auf die Einzelperson. Ja, da hat ein Herr X ein Buch geschrieben oder eine Frau Y hat was gemacht. So, die sind Teil dieser Geschichte, aber die alleine wären halt nie erfolgreich. Wem sollen sie das erzählen, wenn es keine Organisation dahinter gibt? Ja, und im Grunde dann sowas, was jetzt zumindest mich als Ingenieur, ja, ich will nicht sagen antreibt, aber vor manchen Dingen eher abhält. Der Gedanke, ich muss ja das Rad nicht nochmal erfinden. Ja. Nur um dem Ding dann vielleicht mal einen Stempel aufzudrücken. Und da werde ich jetzt gerade im Beraterkontext manchmal den Verdacht nicht los, dass der ein oder andere, ich sage es mal vielleicht ein bisschen despektierlich, auf dem Trip unterwegs ist. Ja, mittlerweile habe ich auch meine eigene Geduld, weil ich wahrscheinlich ähnlich unterwegs war am Anfang. Vielleicht können wir einfach dieses Wissen verbreiten und einfach auch den neuen Beratern helfen oder auch den Erfahrenen vielleicht dann nochmal genauer hinzugucken und uns gegenseitig unter die Arme zu greifen und uns hochzuheben und statt uns runterzuziehen. Ja. Das wäre vielleicht ganz gut und vielleicht ist diese Ideengeschichte so eine Möglichkeit, auch Brücken zu bauen zwischen den verschiedenen Fraktionen. Das hat die Stefanie Borgert hat mir das als Feedback gegeben und gesagt, ja, damit kannst du eigentlich schön übergreifende Geschichte erzählen. Und das, was so alles zersplittert vielleicht aussieht, Lean und MTM, das haben wir auf der Lean Around the Clock gesehen, und Agile und Scrum und Kanban und wie sie alle heißen, die haben so einen Kern und das heißt, wir arbeiten wertebasiert und evidenzbasiert zum Wohl aller zusammen. Das ist irgendwie das Ziel. Und das ist schon ein großer Auftrag. Und es gibt auch dieses Buch von Jeremy Rifkin über die empathische Zivilisation und der sagt dann, ja, im Moment ist es so, dass wir als Menschheit endlich eine globale Empathie entwickelt haben und gleichzeitig steigt die Entropie so stark an, dass wir dem Untergang geweiht sind und jetzt ist nur noch die Frage, was ist schneller, die Empathie oder Entropie? Und jetzt kann sich hier die Lean-Community weltweit mit allen anderen entsprechenden Communities vernetzen und zum Vorreiter werden, damit man dann eben sagt, okay, das lösen wir jetzt zusammen, das Problem. Und wir können das auch zusammen. Das hat's ja, die Zeit hat es ja bewiesen, dass wir zu großen Leistungen fähig sind, wenn wir uns zusammentun, wenn wir das gut organisieren. Wenn jetzt, was ich ganz stark hoffe, der ein oder andere Zuhörer sagt, ey, das ist ja eine coole Sache, davon habe ich noch nie was gehört und sich mit dem Thema auch in irgendeiner Form, für diejenige geeigneten Form beschäftigen möchte. Was wäre dein Tipp als jemand, der, glaube ich, schon ziemlich guten Überblick hat, von einem Buch zum Beispiel, kann man denn einsteigen, um sich da noch intensiver zu beschäftigen und, glaube ich, eben das eigene Verständnis und damit den Nutzen, den man damit stiftet, zu vergrößern?
Also gibt es zwei wirklich sehr schöne Bücher, die Lust auf mehr machen. Das ist einmal eine Biografie über die Wright-Brüder von David McCullough. David McCullough ist so ein bisschen der Märchenonkel der Amerikaner. Er hat die ganzen wichtigen Dokus, hat er immer, da war der Erzähler. Und der hat eine sehr schöne Biografie über die Wrights geschrieben, wo die auch sehr lebendig werden. Die Wrights haben, ich weiß nicht, ich sag mal 1000 Tagebucheinträge und Businessbriefe und auch 1000 private Tagebücher und Briefe irgendwie hinterlassen. Und er schafft es irgendwie, das auch lebendig zu machen und uns in die Zeit zu versetzen, die da so passierte. Es gibt auch einen sehr schönen YouTube-Vortrag von ihm, der ungefähr eine Stunde geht, wo er dann erzählt, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, David McCullough ist über 90 und der kann das auch sehr, sehr lustig erzählen. Und das ist so dieses ganze Thema Produktentwicklung, das kann man eigentlich an den Wright-Brüdern gut erzählen. Und dann gibt es von Steve Watts gibt's eine schöne Biografie über Henry Ford, The People's Tycoon. Und da erzählt er, wie der Ford eigentlich angefangen hat und wie diese chaotische Werkstatt zu diesem sehr gut organisierten Massenproduzent von Waren wurde. Und was er auch so gedacht hat, der Ford war ja keine einfache Persönlichkeit und hatte auch sehr dunkle Seiten, muss man ja auch immer wissen. Aber da ist es so schön nachzuvollziehen, wie so einzelne Punkte auch zusammenkommen. Und die beiden Bücher setzen sicherlich auch schöne Zeiger in andere Bereiche, wo man nachgucken kann. Ja, da werde ich auf jeden Fall die geeigneten von Links dazu in die Notizen reinnehmen, damit eben die Zuhörer da möglichst schnell Zugriff drauf haben. Ich fand das ein sehr spannendes Thema. Das hat mich definitiv nicht enttäuscht, der Gedanke, dich anzusprechen. Und deshalb danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit und die Gedanken, die du hier verbreitet hast. Gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Jan Fischbach zum Thema Lean-Geschichten. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 283. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen2Go. Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zur nächsten Episode. Und denken Sie immer daran, bei allem, was Sie tun oder lassen, das Leben ist viel zu kurz, um es mit Verschwendung zu verbringen.